Na, ihr versus YouTuber, das Format, wo ich teste, wer der beste PvPer ist, und heute treten wir gegen den 1.16 Profi FaZeSW an. Wir duellieren uns in 5 Kategorien, nämlich in Bedwars 1.16 Skywars Jump League PvP und in einer, die FaZe sich aussucht. Und falls euch das Video gefällt und ihr mehr Mad FaZe sehen wollt, dann lasst unbedingt ein Like da und jetzt viel Spaß beim Anschauen. Perfekt, einmal runtergefallen. Super. Ja, moin. Runterfallen, Wars. Na, Faith, siehst du dich hier in Bed Wars? Ich sehe mich richtig in Bed Wars. Ich habe ja schon vorhin gehört, du kannst nicht so viele Klicks. Nee, ich bin echt nicht so gut mit Abuse, weil ich nur mit Gripsave abusen kann. Und ich habe gerade keins drauf, aber generell vom Spielerischen bin ich nicht so gut damit. Deswegen muss ich wahrscheinlich übers Taktische die Runde gewinnen, wenn ich überhaupt eine Chance habe. Aber ich probiere es mal. Gut, ich laufe gerade auch die ganze Zeit runter. Kennst du das, wo du Tage hast, wo du richtig gut im Bauen bist und Tage, wo es einfach nicht läuft und dann versuchst du es trotzdem und es klappt nicht? Ja, manchmal habe ich so Tage, also ich passbridge ja eigentlich nur, aber manchmal habe ich so Tage, wo ich das Timing einfach komplett fail. Aber manchmal ist es dann auch eigentlich ganz gut. Okay. Aber da ich generell nicht so viel passbridge, Fastbridge du in Skywars oder ist das dir zu unsafe? 1.16 ist mir das zu unsafe oder ja generell, also eigentlich eher nicht. Meistens, also manchmal so zwischendurch schon, aber... Du bist doch ein richtig süßer Sneaker dann. Ja, nee, ich mach immer so ein bisschen so. Also ich mach nicht so durchgehend, aber schon eigentlich ein bisschen. Ich baue mich halt in Skywars eigentlich meistens so hoch, weil generell flach bauen tue ich mich fast gar nicht in Skywars. Ein Stacker ist er auch noch. Natürlich, wie soll ich denn sonst die Runde gewinnen? Cool. Oh, okay, sorry. Abusen ist wichtig und richtig. Und nein. Ey, das war ein schöner Move, war ein richtig schöner Versuch und oh mein Gott. Oh, let's go. Okay, Bedwars wird Stacken ja ein bisschen weggehatet, aber das ist... Ja. Okay. Ich weiß nur, früher, also ich fastbridge ja schon seit 2015 und früher war ich da auch richtig unsafe, hab das nie in Skywars oder so gemacht, wo man damit sterben kann. Aber mittlerweile fail ich eigentlich fast nie beim Fastbridgen. Oh mein Gott, diese Partikel. Kannst du mir doch nicht erzählen. Oh. So, jetzt mal sehen, ob ich irgendwie an dein Bett rankomme. Mal sehen. Das Ding ist, du musst theoretisch halt gar nicht in den Fight reingehen. Du kannst theoretisch einfach über mich stacken und zu meinem Bett laufen. Ne? Aber das ist ja gemein, wenn ich dir das sage. Also ich könnte mich halt jetzt theoretisch einfach hochstacken. Und wirst du gerade vom Anti-Cheat gefleckt? Ich pack schon wieder einen Block, hä? Okay. Egal, naja. Ah, nice. Wie schnell hast du dich wieder eingebaut? Es tut mir schon ein bisschen leid jetzt. Aber. Also, ich bin echt gut im Bedwars. Wo hittest du mich? Von außen? Oh mein Gott, durch die Blöcke. Gott, Digga, nein, okay, Spiel. Weißt du, das Ding ist, ich habe jetzt Angst in 1.16, weil ich sehe die ganze Zeit, du machst so Clips und so, 1.16 Clips. Ich habe jetzt wieder keine Ahnung. Oh, ich bin richtig kacke. KD gehabt in 1.16. Ja, du bist kacke und machst Clips in 1.16. So dein ganzer YouTube-Kanal. Ja, aber die Clips waren echt nicht so gut. Das war einfach so mehr so Fun-Clips mäßig. Ja, trotzdem kannst du, glaube ich, mehr hier als... Obwohl ich nicht komplett schlecht bin, aber... Aber ich bin nicht so gut wie Pieps, das glaube ich. Also ich glaube, gegen Pieps hattest du eigentlich eine Chance. Nee, ja, das war also desaströs am Ende. Und du bist nicht in die Mitte gegangen, das ist natürlich taktisch sehr schön für mich. Dass ich die ganze Mitte für mich habe. Ja, ich hätte in die Mitte gehen können, aber dadurch, dass man keine Rocket mehr mit Life hat, ist scheiße. Weil Elytra Kid wurde ja genervt. Ja, ich finde es schön, ich habe die Serie angefangen. 1.16 Skywars mit allen Kids. Eine Woche später oder so wurden die Kids dann erstmal genervt. Wo ich mir gedacht habe, yo, warte, siehst du mich? Guck mal, siehst du, was ich habe? Ja, nice, ist wieder richtig lustig, die Runde. Hi. Nein, du hast es nicht. Digga, das war ja richtig schlecht von mir gespielt. Und du machst diese Water-Taktik. Oh mein Gott. Ich habe ein Video gehabt letztens, da hat das jemand gemacht und die ganze Zeit hat er das gemacht und da hat es durchgezogen. Und ist die ganze Zeit quasi, hat sich eine Wasserquelle gemacht und immer wenn er low war, ist er runtergesprungen. Das sind also die 1.16-Schwitzer. Natürlich. Ich muss einfach ein bisschen weg, ich brauche einfach Pulli, sonst habe ich hier gar keine Chance. Ja. So. Oh mein Gott, hast du meine Kiste gelootet, wo ich mein ganzes Zeug reingelegt habe? Und du spielst in Lava, scheiße. So, moin, na? Du hast halt safe auch mehr Healer als ich.
Ich habe komplett viel Heal. Ich habe noch 7 Pots oder so. Ja, ich nicht. Das ist natürlich. Oh, du hast halt so viel Heal. Guck mal, ich bin jetzt wieder Full Life direkt. Instant so. Ganz entspannt das Ding. Ah, was versuchst du denn da? Erstmal ein bisschen stacken. Ich muss ja healen. Wie soll ich mich denn ohne. Na? Wie soll ich mich ohne Heal healen? Ja, das wegrennen. Das Schöne ist, ich kriege oh kein Knockback wegen dem Ding. Du sagst, du hast kein Heal und erstmal. Ich habe einen Pot gehabt. Ja, ich bin down. Oh, ich bin so schlecht. Ich habe wenigstens jetzt schon mal mein Essen durchbekommen. Ich krieg das gar nicht in dein Schild zu breaken. Das tut mir gar nicht gut. Ja, Gomma hat da auch so einen Bug. Gomma hat da einen Bug, das breakt manchmal nicht. Ja, du hast halt Heal, Mann, das ist so dumm. Ich hätte auch mitgehen sollen. Also jetzt habe ich nur noch 5 Pots, deswegen, also. Ja, ich krieg schon ein bisschen runter von dem Heal, aber ob ich das lang durchhalte, weil ich bin die ganze Zeit richtig fett low. Und ich habe keine Webs mehr. Oh mein Gott, GG. Warum hast du nicht geheilt? Du hattest doch noch. Ich hatte keine Heal mehr, gar nichts. Hattest du nichts mehr? Nein. Also ich bin kein Profi, aber es kommt immer auf die Module drauf an. Ich bin absolut kein Profi in Jump League. Aber ich glaube, in PvP bin ich ganz gut, aber dadurch, dass du auch gut bist in PvP, ist das schwierig. Weil so in öffentlichen Runden habe ich immer rasiert mit PvP, weil es ist ja so zwei Faktoren so. Es gibt ja einmal Jumpen und dann halt PvP danach, ne? Und dann habe ich halt eigentlich immer ganz gut Chancen auf einen Win gehabt. Aber jetzt eigentlich nicht so gut. Wenn du beides auch gut kannst, dann ist es schwierig. Jump League finde ich halt richtig cool in öffentlichen Runden. Das ist auch ein mega entspannter Modus. So Skywars oder so, ja, musst du ja immer reinschwitzen und Jump League kannst du echt so nebenbei spielen. Kannst halt mit irgendjemand noch TS über irgendwas anderes quatschen. Ihr müsst nicht reinschwitzen. Dann muss man kurz im PvP muss man so ein bisschen reinschwitzen, aber es geht. Da sind ja nicht die Hardcore-Leute. Ja, stimmt schon. Deswegen, ich mag den Modus eigentlich, aber spiele ihn viel zu selten. Ne? Ich auch. Also ich hatte mal eine Zeit, da wollte ich immer so auf Stats Jump League spielen, aber habe es dann nicht gemacht. Aber so, ich habe halt einen gehabt, der das auch ganz geil fand. Und dann war es halt ganz cool. Wir haben halt so dann teilweise den ganzen Tag auf TS gechillt und einfach den Modus zusammengezockt, weil es einfach voll chillig war. Oh mein Gott, ich bin runtergelaufen. Oh mein Gott. Glaubst du, das wird bei mir die Runde ohne, hier komplett ohne Fail? Also, dass man den Dia-Helm auch noch bekommt? Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird ganz schwierig für mich, weil ich richtig schlecht im Jump'n'Run bin. Das habe ich noch nie hinbekommen mit den, aber, und ja, jetzt ist sowieso vorbei. Aber ich finde das so insane, wenn Leute das schaffen. Wenn irgendjemand in Nahe vs. YouTuber das schafft, dann der andere, das ohne Fail hinzukriegen mit Dia-Helm, dann gehe ich, glaube ich, direkt einfach quitten. Oh mein Gott, ey, ich kann nicht, ich bin gerade bei den leichtesten Sprüngen, ne? Ich mach die Sphären, die krieg ich hin und dann bei den leichtesten Sprüngen fail ich. So ein 2-Block-Jump dann und dann. Ja, stimmt schon, irgendwie so in der Art. Bist du auch so einer, der noch bei Jump League so auf seine Tastatur hämmert oder eher nicht? Ja. Hier meine Tastatur ist aber auch richtig kaputt. Also ich krieg bald zum Glück eine neue, aber immer wenn ich eine Taste haue, wird die 2-mal oder so angeschlagen. Und manchmal schreibe ich einfach, wenn ich irgendwas im Text schreibe, also in Chat. Okay, was jetzt gerade nicht, dann wird er 2-mal reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass ich quasi einmal eine Taste drücke und zweimal wird der gleiche Text reingeschrieben in den Chat, aber genau. Das ist so. Okay, das ist komisch. Oh, ich habe gerade zum Glück ein Modul geschafft, das ist schon mal wichtig. Nächstes Modul, jetzt komme ich gerade eigentlich ganz gut klar. Oh, Slime Jumps, ich bin so schlecht da drin. Slime Jumps gehen eigentlich, man muss einfach gar nichts machen. Damals habe ich nicht gerafft, dass man nicht Leertaste drücken darf dabei. Bist du also immer so draufgegangen, ohne zu springen? Ja, und dann habe ich mich gefragt, hä, warum bin ich jetzt nicht hochgesprungen? Ja. Das Spiel ist kaputt. Immer dieses Anti-Cheat. Ich kann so ganz gut mithalten gerade. Und bin ich immer bei irgendwie 60% oder so stuck. Mal sehen, ob ich das jetzt auch werde hier. Weiß nicht, ich mag das Modul gerade gar nicht. Es gibt ja immer diese Module, die man hasst. Das Ding ist, Jump League ist so lange entspannt, bis das Modul kommt, wo man so die ganze Zeit failt und man einfach richtig verkrampft immer diese Jumps versucht. Ja. Oh mein Gott, ich bin stuck bei 60%. Nochmal. Ja, ich bin bei meinem Modul gerade aber auch. Das soll einfach nicht sein manchmal. Kann ich hier. Kann ich an welche Leiter ran muss? Oh, an die, okay. Oh, geil, noch eine Kiste. Und ein Enchantment Table, okay. Ohne XP, aber schwierig. Über Modul 7 Grad stuck.
Warframe für 8, oder? Ja. Ich will noch eine Kiste erreichen, das ist ja schon ein Ziel jetzt. Ich schau grad, was hast du für Stuff? Das. Nein, halt! Oh, schön. Oh mein Gott, gut gemacht. Nein! Solide! Oh, was war das denn? So, jetzt aber. Jetzt bin ich wieder da. Nein. Ja, da guckt er. Kein Druck. Und dann zieht er es einfach durch. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet und er denkt sich einfach jetzt, ich bin ein Macher, ich mach's einfach. Solange du da nicht die Kiste bekommst, bei dem. Ist sie weit entfernt vom Spawn hier, oder? Nee, die ist beim Grünen oben drauf. Oder beim Gelben. Nee, beim Gelben oben. Beim Gelben oben drauf. Oh, ich da hinkomme. Muss da einfach nur hinkommen. Komm, eine Minute noch. Hast du schon Eisenrüstung oder? Ja, also bis auf Brustplatte bin ich Full Iron. Full Iron! Und ich habe ein Piece Iron. Scheiße. Hey, wir sind sogar durch mit diesem Modul, wenn ich diesen letzten Jump nicht verkacke. Hey, ich hab's geschafft. Ganz entspannt. Lass einfach nur nicht die nächste Kiste erreichen. Dann bin ich wirklich am Ende. Oh ja, noch 1,20. Jetzt ist der Druck auf jeden Fall innerlich da. Aber das Modul ist ekelhaft. Mann, ich will diese eine Kiste noch erreichen. Komm, eine Kiste wäre nochmal wichtig. Wo ist die? Oh, und die nächste Kiste hat... Ullala, ich bin Full Iron. Ja, das wird ja richtig lustig, der Endfight gleich. Mann, ich hab nicht mal Full Armor. Ich hab einfach noch Lederrüstung. Das neunte Modul geht eigentlich voll bis jetzt. Der Anfang war ekelhaft. Ja, so bei Modul 10 jetzt. Wie viel habe ich denn noch? 30 Sekunden. Mal sehen, ob ich das First Rush hinkriege. Nee, das wird nichts mehr. Ich krieg die Kiste niemals mehr. Egal, wir tryen's. Oh! Nein! Oh mein Gott! Modul 10 würde ich hinkriegen. Es reicht zeittechnisch nicht. Ich hab die Gun, ja, nee. Das kann ich vergessen. Oh, das wird ja jetzt richtig lustig. Ich seh dich. Oh nee, Digga. Ja! Ja, wie? Ich spiel direkt auf so. Was soll ich machen mit meinem Stuff? Ja, aua! Okay. Oh, das tut jetzt richtig weh. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich sag ja immer, ich brauch mein Eisen gar nicht. Da kommen die OP-Webs und dann. Einfach noch ins TNT reinlocken, aber hat nicht gut funktioniert. Oh, er hat sogar noch Bogen und Pfeile. Ja, wow. Nee. Ah, 4 Herzen war aber schon knapp ein bisschen für ihn. Ich hatte ja noch Healpods, also ich habe mir Healpods reingedonnert, sonst wäre es, glaube ich, ganz unschön gewesen. Ich hätte eigentlich am Anfang eine gute Combo gedrückt, aber was bringt mir das mit dem Stuff, den ich habe? Schön auf freie Fläche. Um die Möglichkeit. Ja, okay, du stehst so. Ja, sorry. Ja, gut. Oh. Bitte stirb, bitte. Ey, der muss doch so viel Damage gemacht haben. GG! Das war ja richtig knapp auf jeden Fall. So, du liegst jetzt 2-1 hinten. Also kein Druck. Mhm. Ich habe eben schon gehört, du bist der Erste. Haben wir gleich auch noch Scouts Orion hier, oder? Ja. Okay, ja, also da könnte ich gleich noch einen Punkt holen, wenn ich Glück habe. Aber wird auch schon schwierig. Weil ich glaube, du spielst noch ein bisschen mehr 1-8 als ich. Viel mehr, denke ich. Ja. Ich spiele zwar nicht mehr. Ich spiele gar kein 1-8 mehr. Dann kommt die trotzdem Control-Rot. Yep. Na, ich bin Full Life. Guck mal. Das ist low. Oh mein Gott, Alter. Nein, 0,5 Herzen, nein. Wir sind jetzt in der SG-Kit, weil Faith kann kein HG. Ja. Und da Rot-Spam wird jetzt wieder... Ich hab auch richtig gut zu Rot, ey. Oh mein Gott, ich krieg's auf die Schnauze. Das war also... Das war ja so schlecht. GG. Oh mein Gott, war das schlecht. Ich glaube, bis auf 1.16 Skywars werde ich heute untergehen hier. Kennst du meine schöne Taktik, die ich hier anwende? Nee, ich weiß nicht. Ich klaue den Leuten immer das Wasser. Und ich mache die ganz ekelhafte Taktik, die Space-Taktik, oder ich glaube zumindest, dass er die immer macht. Das mit in Web und dann... Feuer und Web. Das ist besser als ein Double-Web. Das machen ja die richtigen Schwitzer. Double Webs hasse ich. Ich sehe schon die Rot. Was war denn das für eine Innerperle? Die war dumm.
Ja, die war richtig cool. Hä? Was hast du denn da versucht? Ja, und das Ding ist halt, man hittet hier eigentlich nicht. Also man geht eigentlich nur auf Kombos, also nicht springen und hitten halt mäßig. Man geht Das eigentlich nur auf ich Kombos. werd, das wird jetzt gnadenlos Zerstörung für dich werden. Ich als 16-Profi weiß genau, wie ich das mache. Alter, siehst du das? Du hast einfach. Digga, ich krieg halt noch nicht mal Hits. Ey, nicht kritten. Ah, du hast gekrittet. Ja, das muss. Oh mein Gott, nee. Oh, let's go. Aber so ein 16, das Digga, PvP finde ich voll nice. Das Schild nimmt halt richtig das Tempo raus. Aber so finde ich das Ja, schon, eigentlich schon. ziemlich cool. Also. Aber wie will man hier eine Combo geben? Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja. So in der Art. Geht schon, aber ist schwierig. Ja. GG. Hier gibt es jetzt auch einen Bogen mit, einen Crossbow. Hä? Okay, die haben gesessen. Ich wusste nicht, was passiert. Gar nicht. Ja, das Ding ist halt, man da, also Crits funktionieren ja so, dass man im Runterfallen so. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber. Ja, Oh du Gott, darfst halt jetzt nicht passiert. W drücken. Ja, und im Runterfallen halt. Ja. Oh ja, das wird jetzt schwierig hier. Es Oh, let's go. geht gar nicht. So, das jetzt nochmal. Ich werde komplett überfordert sein. Ich war ja eben schon komplett überfordert. Das Kit kenne ich, das habe ich mit Wichtiger mal gespielt. Oh mein Gott, es geht gar nicht. Naja, das spiegelt halt schon eher Skywars nach, ne? Wenn man so mit Secondaries und so. Aber du nimmst dich gerade schon. Ah, nee, okay, jetzt bist du in einem Web. Okay, ja, gut. Oh, das Web hat sich jetzt. Ich verbrenne einfach. Das Web hat dich komplett aus dem Konzept gebracht. Vor dem Web warst du eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hast du gut mit Secondaries und so gespielt? Ist meine Lava ist irgendwie weg. Ah, ich hätte auch gappen sollen. Ja, jetzt der Druck. Oh, GG. Ich check einfach nicht, dass ich gerade nicht blocken kann. Ich versuche die ganze Zeit so, warum kommt der Hit durch? Warum kommt der Hit durch?